Wo gehst du denn hin? Ja, ja, typisch. Die sichere Schönheit bewusst. Oh, meinen Sie, wenn Esel sind stören. Ja, also ich bin der Helmut Pfitzer, kennt nur die wenigsten. Also mein bekannter Name ist der Stallhaus Helli. Ja, das sind die Nachtler. Weil wenn sie jetzt um die Zeit runterkommen, dann waren sie bestimmt am Schnäpsteinhaus oder am Stallhaus. Ich bin ein geborener Salzburger, wohne auch wieder in Salzburg und habe da rum 40 oder über 40 Jahre meines Lebens verbracht. Und das ganze Jahr. Stahlhaus war immer Sommer und Winter bewirtschaftet. Und so habe ich es übernommen und habe 2006 meine Ära beendet. Jetzt bin ich immer noch ganz gern herum. Ich tue mich ein bisschen mit dem Weg beschäftigen. Nächstes Jahr wird Stahlhaus 100 Jahre. Und das wird rund um Stahlhaus dementsprechend ausschauen. Wenn ich stehen bleibe, macht das nichts, oder? Servus Hans. Hey, Heli. Darf ich dir? Schaut's aus? Ja, gut. Hat's eh schon ganz schön weit. Ja, ja, gehen wir schon. Ich war jetzt 8 Tage im Ausland. Ja, wo bist du gewesen? In Lungau. Lungau? Ich gehe auf die Vis-à-vis-Seiten zum Spielverein. Ja, so. Das ist einmal sicher den Unterschied zwischen mir und euch. Ja, eh. Ja, bei uns ist alles eine andere Arbeit. Meine, der Weg ist 26 Meter breit. Wenn es irgendwo Möglichkeit ist, kann man Schubkarren nehmen, aber meistens nicht nur kühlen. Natürlich habe ich nur mehr Falten, als ich eh schon habe. Wenn es so blendet. Stefanie sagt aber, wie sagst du aber? Ausdrucksstark. Das erste Mal war ich herum, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Hat mich mein Vater aufgetragen, das war der Bruder von Theo. Und habe eigentlich gewusst, dass meine Ferien da oben verbracht. Und irgendwann hat mich mein Onkel gefragt, ob er ihm nicht einen Sommer hilft. Ich habe das Bundesheer hinter mir, habe die Schlosserei ausgelernt, habe meinen Gesundbrief gehabt, also warum nicht ein Jahr. Und dann möchte ich auf Schiffe gehen, also ein Jahr verspreche ich da. Na ja, wie das Leben so spielt. Jetzt sind es 40 Jahre geworden. Ja, hallo Detlef. Hallo, servus Heli. Servus, grüß dich. Ich war wieder da zum Weg arbeiten. Ich bin aber jetzt gleich da hin, drin später was. Ja. Ist der Peter da? Nee, ist im Moment nicht da. Okay. Danke. Kommst du nachher gern rein? Ich hab sicher einen Durchstand. Ja. Also, vierte, nur dass du weißt, dass ich da bin. Ja. Und du denkst, jetzt bin ich 76 und 48 Jahre war ich da herum. Und wenn man zusammenrechnet, in Österreich haben wir 9 Wochen Ferien. Da war ich 8 bis 9 Wochen jede Ferien herum. Weihnachten, oft hat mein Onkel angerufen, was die Wochen in die Kunde brauchen. Ja, dann passt natürlich am Stallhaus. Es hat nur 2 Berge gegeben, mein Hausberg, der Untersberg, weil ich an der Moosstraße aufgewachsen bin, und Stallhaus. Darum bin ich natürlich relativ auf wenig andere Berge gekommen. Natürlich der Rechen und natürlich ein Schaufel. Und wenn ich jetzt nach 40 Jahren auf Hütten gekommen bin und habe mit dem Wirt geredet und sage, du weißt schon, dass ich das erste Mal da oben bist, dann schütteln sie den Kopf und sagen, das gibt es doch nicht. Dann sagen sie, ah ja, du warst ja alle im Stallhaus. Handwerkzeug, Schläge und die Eisen. Das ist für mich aber das Wichtigste, dass es rund um den Weg schön ist. Und wenn der Weg schön ist, geht der Bergsteiger auch nicht auf Zeiten.
sind Stufen da, dann gehen sie neben die Stufen, wo die Stufen so gesund sein sollen, Stufen gehen, sagt da jeder Doktor, aber am Berg angeblich gibt es nicht. Dabei kommt man am schnellsten weiter. Stefanie Rohrer und ich bin Lebensgefährtin vom Heli. Ja, weit über 30 oder fast 40 Schweine ein Tag. Das ist alles neu. Das war früher alles ruhig. Am liebsten ist es mir zumindest, wenn wir einfach zu zweit oben sind, weil jedes Mal erzählt er irgendwas, wo es als Kinder spielen waren oder wo, wann, welcher Wassereinbruch war oder wo die Lawinen runtergehen. Das finde ich halt total spannend. Ja, ja. Das schaut gut aus. 40 Jahre ist halt doch eine Zeit, wo man schon einiges sagen kann. Und ja, 40 Jahre einfach in Ruhe mit der Natur da sein und zuhören, ist schon viel. Ich glaube, das empfindet er gar nicht als so. Aber ich unterrichte ja Mathe und Physik und da sind Datenreihen für mich so interessant. Und was er halt über 40 Jahre sagen kann, ist halt schon der Wahnsinn. Er hat eine Zeit lang Wetter aufgeschrieben. Das sind eigentlich Schätze, was da sind. Ja. Und das ist jetzt dann meine nächste Aufgabe, dass wir da einen halbwegs begehbaren Weg wieder hinbringen. Man kann nicht vom Stahl aus auf den Schneibstein, aufs Brett oder auf den Göll da einen Promenadeweg machen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Aber der Weg zu einer Hütte, der gehört schon anständig gemacht. Nur dazu ist das der österreichische Weg auf Stahlhaus. Stahlhaus hat eine Hausnummer, Turin 69, also muss auch der Prüftag raufkommen. Beim Bau vom Stahlhaus vor 100 Jahren hat man großteils mit Fuhrwerken bis Oberjoch mit Fuhrwerk aufgefahren. Und von Oberjoch ist man diesen Weg, der war auch noch anders angelegt, viel steiler, hat man alles raufgefahren. Jeden Balken, jeden Nagel, jede Einrichtung. Dann hat man den Weg mulligerecht gebaut und eine Mulli braucht auch einen einigen guten Weg. Außerdem, desto schöner der Weg ist, desto mehr kann man aufladen. Und er bleibt nicht so oft stehen. Ja, sagst du nichts mehr, hä? Schotter ist halt da großteils Mangelware. Aber man kann oft am Boden aufgraben und schauen, wo der Sand herkommt. Schmeißt große Steine ein, macht das Loch wieder zu. Und so gewinnt man doch irgendwo einen Schotter, wenn man oft so schaut. Ja, da kommt gleich die Erden raus. Aber es gibt oft so unentdeckte Schottergruben. Viel ist es nicht, aber wenig. Die Hauptschmugglerstrecke war über das Porcella aus, über den Eckersadel. Da haben sie nicht ganz so weit gehen brauchen. Und da über das Jochhafen natürlich, da sind sie schon mit dem Rucksack so 6-8 Stunden gegangen. Und dann sind sie oberhalb vom Haus, also so einen Schmugglersteig gegeben, da sind sie um marschiert über die Grenze. Meistens sind natürlich die Grenze an der Hütten gewesen oder natürlich auch auf der Lauer. Hauptsächlich im Formkrieg. Wie die 1000-Mark-Sperre war und der Nachenkrieg halt. Es war, nach dem Krieg war ja das streng abgesperrt. Da haben ja die Amerikaner versucht, die zwei Länder, Österreich und Deutschland, wieder auseinander zu trennen und keiner rüber.
dass keiner rübergeht. Und da ein illegaler Grenzübertritt hat man mit Gefängnis oder Geldstrafe. Und ich kenne, ich will nicht sagen ein paar, aber etliche, die was, leben zwar alle nicht mehr, die was eingesperrt worden sind. Weil sie nur bei meinem Onkel besucht haben und nur ein paar Meter über die Grenze gegangen sind. Ja, da war nicht gar so lange gedauert und ist nur am Anfang streng gehandhabt worden von den Amerikanern. Und dann sind versucht worden, dass Einheimische zur Grenzkontrolle bringen. Aber wer hat da schon Interesse gehabt, dass er seine eigenen Spezi vielleicht anzeigt? Das war dann relativ locker. Und am meisten ist so und so im Haus dann, obwohl das Österreich war, sind die Zöllner drin gesessen und der Schmuggler hat beim Fenster reingeschaut, ob ein Zöllner drin ist. Dann hat er vielleicht seinen Rucksack versteckt und ist selber reingegangen. Da muss ich mich hinten gehen zur Arbeit. Es wird alles verarbeitet, was ich am Steuerhaus gefunden habe, was man nicht mehr braucht. Klampfen, die werden gespitzt, das mache ich teilweise selber. Ich bin ein alter Schlosser, da ist sogar mal ein Vorhang gestanden, haben auch gespitzt, brauchen wir auch nicht mehr. Ja, so wird alles aufgearbeitet bei mir. Darf ich noch mal lesen? Ja, bitteschön. Danke. Achtung, jetzt haben wir Stolperschmerzen. Ich bin der Gefährliche. Ja, danke. Ich bin ja Lehrerin, ich hätte manchmal sehr gerne diese Geduld, die er hat. Ich habe hier gearbeitet im Winter, ohne Skifahren zu können. Dann bin ich immer mit den Schneeschuhen umeinander gestapft und hat er bloß immer den Kopf geschüttelt. Wie kann man auf dem Stallhaus sein, ohne Skifahren zu können? Und eben seit 11 Jahren versucht er mir Skifahren beizubringen. Und manchmal hat er recht, dann steht er da, jetzt fang halt endlich. Aber normalerweise hat er eine Engelsgeduld. Du schau her, das Grasal. Wie die Ski wächst. Wenn ich sowas sehe, dass das Grasel schon wieder kommt, dann weiß ich, dass ich nichts umsonst gemacht habe. Und es ist einfach schön, wenn man wieder einen schönen Weg hat. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe eigentlich abgeschlossen. Ich gehe gern rauf, solange ich hatschen kann, immer rauf gehen. Aber ich bin eigentlich nicht so, dass ich irgendwas nachtrauert. Ich habe mein Leben darum schon eigentlich gut geführt. Also ich war eigentlich recht, glaub, ich darf immer sagen, beliebt. Und habe eigentlich alles in anständigen Verhältnissen übergeben. Und also das Einzige, was halt das Tragische war, dass halt meine Frau nicht mehr lebt. Ich habe inzwischen aber eine gute Lebensgefährtin. Aber trotzdem, das ist das Einzige, wo, wenn man da rauf geht, dass er da drum fällt. Das war einmal als Telefonhitterl. Das ist auf der bayerischen Seite gestanden, weil wie das Telefon gekommen ist, das war 53, 54 oder nein, 56 Sparer, dann hat das Telefon auf deutschem Boden sein müssen. Also hat man das Hütterl auf deutschem Boden gestellt und das Telefon bzw. die Glocken war im Haus drin und wenn es gelitten hat, hat man auszulaufen müssen, um zu telefonieren. Das war vorgeschrieben, deutsche Gründlichkeit. Irgendwann war es dann so weit, dass ja, EU und so weiter, da haben wir das Hütterl wegreißen nicht können. Dann haben wir einfach ein Kapön draus gemacht. Ich habe es umgesetzt. Freund hat mir den Sockel gemacht, unterm angeschnitten, oben haben wir alles aus dem Steuerhausholz gemacht. Die Balken sind von Berchtesgaden, die hat mir einer geliefert. Das Gitter, das ist mein Gesöhnstückel. Gedenktafel haben wir da von meinem Onkel, den Theo Pfitzer und der Hilda Pfitzer. Und ja, ein paar Sterbebüttel, unter anderem an meine Frau herinnen. Und das Kreuz habe ich mir auch mal gekauft, bevor die Kapön war. Und ist irgendwie ein Dank gewesen. Ich habe einmal einen schweren Skiunfall gehabt und das war eigentlich dann der Hauptanlass, dass ich ein Kapön gemacht habe. Ich habe relativ gut überstanden, weil das Knack bricht man sich nur einmal
Und wenn man so da steht, dann weiß man, dass man es überlebt hat. Ja, in meiner Jugend, in früheren Zeiten, also wenn wir Untersberg waren, einmal ein bisschen aufgegangen, schon wegen dem Bergsteigen auch, aber hauptsächlich wegen den Dirndln, oder dass die sauber anschaffen müssen. Und so sind natürlich viel auf der Strecke geblieben. Ich habe natürlich mit Alkohol, Gott sei Dank, ganz spät angefangen. Aber in meiner Jugendzeit ist schon sehr viel getrunken worden auf der Hütte. Gott sei Dank, kann man sagen, ist weniger geworden. Sie trinken ja auch was anderes. Alkoholfreies Bier, das geht wie früher. Ja, wie früher der Weinwald. Die Gemütlichkeit natürlich, die war früher schon mal drin. Und das Singen, das muss ich hören, okay, das ist wieder was anderes. Aber gesungen kann man so ein paar Promille, wenn ich nicht, aber kann man so das Trinken am Singen angefangen. Das war ganz normal. Es hat eigentlich keinen oben gegeben, wo nicht gesungen worden ist. Egal wie es gelungen hat. Es hat immer einer Gitarre spielen können. Da hat es keiner, da war nicht gespielt ist halt worden. Und das war nicht eigentlich nicht so wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute nicht auch lustig sind, aber hinter brauchen schon einen Anstoß. Dass sie sagen, es gibt da was anderes, als wir nur arbeiten oder Berg gehen oder Stress auf die nächste Hütte gehen und sonst was. Es kommt eine gewisse Klientel von den Menschen, kommt ja gar nicht drauf. Obwohl man schon gerne offen und alles mögliche. Ich habe sogar schon einen Raubmörder beherbergt und ja, Illegale und alles Mögliche. Aber das ist so in Promillezahlen, dass man sich überhaupt nicht einmal davon reden muss. Es ist so minimal. Und dass es immer mal einen Zechbriller gibt und so, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Von der Masse von den Leuten, die da einkehren. Und der Bergsteiger ist ja durch das er doch eigentlich irgendwas leisten muss, erstens schon mal viel zufriedener, wenn er auf die Hütten kommt. Er hat ja doch was geschafft und ist eigentlich schon zufrieden. Und wenn er natürlich mit einem sauren Gesicht oder einem Gesicht einer kommt, dann musst du als guter Wirt schauen, dass du irgendwie wieder die Mundwinkel in den Tee bringst. Und das ist gar nicht so einfach. Man braucht nur ein bisschen Lob und Ausfragen und schon lacht er vielleicht den ganzen Abend. Aber oft war das so, dass meine Frau gesagt hat, wie hältst das denn du so lang aus, wenn ich mal eine halbe Stunde mit einem geratscht habe. Und meistens habe ich eigentlich nur zugehört. Die Verkleidung war früher nicht, aber sonst ist der alte Trakt und der ist eigentlich, abgesehen von der Verkleidung da und der Ofenkäfig da, der ist neu. Das ist wegen Brandschutztier so gemacht worden. Ja, innen drin kann man nichts sagen. Gut, das Gastzimmer hätten wir anders machen können, aber es ist halt ein bisschen moderner. Aber außen, ja gut. Es schaut alles andere aus, als wir hätten. Also das war für mich eine Faust aufs Auge. Das ist doch ein ehrwürdiges Haus, wird nächstes Jahr 100 Jahre und sollte eigentlich schon irgendwie dazu passen. Es gibt so schöne Ingolstädter Haus und verschiedene Hausen, die haben wir so eingebaut, dass man sagt, die haben die gar nicht umgebaut. Und so sollte eigentlich eine Hütte umgebaut werden. Es ist leider von der Schweiz aber so. Ja, es muss in der heutigen Zeit muss modern gebaut werden. Das Alte machen wir so und das Neue machen wir so. Für mich unverständlich. Aber gut. Wenn sie meinen, dann sind sie so da. Ich bin nicht einverstanden. Das ist schon mehr wie eine Aufgabe. Einfach die Liebe zu den Menschen, einfach zur Natur. Also, ich weiß nicht, was da alles dazugehört, aber es hat halt wahrscheinlich bei mir passt, sonst hätte ich es nicht so lange ausgehalten. Durch das, dass ich wieder raufkomme, habe ich eigentlich kein Problem. Ich gehe gerne rauf,
Aber ich bin auch gern wieder daheim.